Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Aufgebrauchsvideo, der ich habe schon so lange nicht gemacht. Es hat so viel sich schon gesammelt, deswegen habe ich dieses Video immer nach vorne verschoben, aber endlich, das ist auch dran. Ich zeige euch Leerflaschen, Pflegeprodukte, Make-up und Haushaltsprodukte. Ich sitze ein bisschen weit weg, weil meine Tasche, ich stehe jetzt auf dem Schoß. Ich weiß nicht, wie kann ich das am besten platzieren. Und ich wollte euch zeigen, das erste Produkt, was meine Hand hier eingegriffen hat. Das ist Tuchmaske von japanischer Marke Kosei. Im Japan, das ist eine Drogerie-Marke, aber sehr, sehr hochwertig. Die ist wirklich sehr beliebt. Ich bestelle meistens auf Internetseite Yes Style. Hier sind fünf Masken, die beruhigt Haut, spendet Feuchtigkeit, repariert und wurde auch empfohlen für empfindliche Haut. Die ist wirklich auch Nummer eins in Japan und für mich eine von besten. Dann Augenpatches mit Kokumbe unter Augen. Hier war vier Stück. Diese Patche habe ich bekommen von meiner Lieblings Alina. Ich danke dir. Durch dir, ich habe diese Patches von Action probiert. Die sind wirklich gut. Die glätten Haut, spendet Feuchtigkeit und man sieht wirklich sofort Effekt. Von Balea eine Handseife. Hat mir Duft gefallen, also die Flasche. Aber versuche ich letzte Zeit eben diese, also in diese Plastik-Nachfüllung, Bottle. Das ist übrigens von Isana, auch hat mir sehr gut gefallen. Ich habe nachgekauft mit Meersluft, also frische, sehr schöne Duft. Hat mir richtig gut gefallen. Von Balea Fußhornentferner Socken. Das hat mein Mann benutzt, das habe ich auch im Tauschpaket von Mädels bekommen. Ich erinnere nicht richtig, von wem habe ich das bekommen, aber mein Mann hat das richtig gut gefallen. Leider bei ihm Hornhaut war ein bisschen zu dick und deswegen von erstem Mal oder nach erstem Mal benutzen. Es hat nicht so diese riesige Effekt gebracht, aber hat ihm so gut gefallen, dass wir haben jetzt neue nachgekauft von anderer Marke, wollen wir auch probieren. Für meine Füße sowas kaufe ich nicht, weil ich habe empfindliche Haut und selber auf meine Füße Haut ist so dünn und da gibt es sehr viele kleine Kapillaren, also diese blauen Gefäße, rote blaue Gefäße. Deswegen darf ich nicht sowas benutzen. Das war eine Geldusche von meiner Lieblingsmarke, italienische Marke Bottega Verde. Ich habe schon für euch ein Video zu diesen Produkten gemacht. Ich könnte für euch gerne hier verlinken. Pepe Rose, also Duschgel von Marke Bottega Verde, sind unglaublich gut, weil diese Produkte sind dickflüssig und die riechen unglaublich natürlich und richtig gut. Ich denke, das war eine von meinen Lieblingsduft. Bottega Verde benutzt sehr viele Naturinhaltsstoffe. Von Pantene Pravit habe ich auch Haarshampoo auch leer gemacht und das ist für Locken pur. Also ihr seht, ich habe leichte Locken. Ich habe das für mich gekauft, weil ich wollte ein bisschen Volumen haben. Insgesamt Produkte von Pantene Pravit, ich liebe schon seit Jahren. Wenn ich weiß nicht, was ich soll mir kaufen, ich kaufe etwas von Pantene Pravit. Entschuldigung, meine Haare jetzt stehen. Dieses Shampoo hat mir richtig gut gefallen, aber ich würde die nicht nachkaufen, weil ich von Pantene Pravit habe für mich neue Shampoo und Spülung entdeckt, was gefällt mir so sehr. Also aber wieder von Pantene Pravit. Und dann von Marke Caral, das ist Waschmittel für weiße Klamotten. Irgendwie wirklich weiße Klamotten werden mehr weiß. Nächste Produkt, also zwei Flaschen sehe ich hier. Das ist meine aktuelle aller Lieblingskollagen in Pulverform. Ihr seht zwei Flaschen und ihr werdet dieses Produkt, der heißt California Gold Nutrition Kollagen Up Marine Kollagenpeptides plus Hyaluronic Acid plus Vitamin C. Ihr werdet von mir das sehen immer und immer, weil bei mir funktioniert das am besten. Ich sehe wirklich Resultat. Diese Kollagen aber riecht ein bisschen so nicht so schön. Einige sagen nach gebrannte Haaren. Für mich, ich würde nicht sagen, dass es nach gebrannte Haare riecht. Schmeckt auch nicht so besonders gut, aber
Ich bin langsam daran gewöhnt, stört mich überhaupt nicht. Und Kollagen, man nimmt immer vor dem Frühstück auf dem leeren Magen. Tolle Produkt und übrigens nicht teuer. Von Marke Biore. Ich liebe diese Strips auf die Nase, ein bisschen reinigen die Poren. Bei mir Biore funktioniert am besten, was bis jetzt Austragiri probiert habe. Die sind nicht ganz günstig, aber es sind hier 6 Stück und es ist okay. Ich benutze das nicht so oft. Diese Lotion, ich kaufe für mich schon seit, ich weiß nicht wie viele Jahre, nach und nach. Ich liebe dieses Produkt, weil er ist für meine Haut wirklich so gut, so mild, er beruhigt den Haut und das ist beruhigendes Lotion ohne Alkohol, ohne Parfüme. Wenn ich weiß nicht, welche Lotion ich sollte mir nachkaufen, ich kaufe mir von La Roche-Posay. Ab und zu, ich denke, bei einigen Produkten, die tun meine Haut so gut. Warum ich muss neuer Fahrrad für mich entwickelt, wenn Fahrrad wurde schon lange entwickelt, ja? Deswegen, ich nehme das, was bei mir funktioniert, wirklich sehr gut und ihr hört vielleicht bei mir schon lange oder seht im Video sehr oft die gleichen Produkte. Diese kleine Flasche von Marke CeraVe habe ich als Bonus, als Geschenk bekommen beim Bestellung online. Das ist ein schäumendes Reinigungsgel, der enthält Hyaluronsäure und Ceramide. Also, dieses Produkt passt für jede Hauttyp und besonders für empfindliche Haut mit Kuperose, mit Rosazea. Hier gibt es keine Parfüme, keine Alkohol. Nächstes Produkt, das ist ja meine Lieblingsmarke SkinCeuticals. Wenn ihr folgt mir schon lange, ihr kennt, ich bin ein großer Fan von SkinCeuticals. Nicht alle Produkte würden mir passen. Ich würde euch irgendwann zeigen, eine Produkte war, also, na gut. Erstmal, das ist eine Maske. Phyto-Korrektiv, der hat grüne Gel-Textur, die beruhigt Haut, also die ist für empfindliche Haut auch mit Rosazea, Kuperose geeignet ist und die ist so gut. Riecht frisch, sehr pflanzlich, also das ist schon leere Flasche. Ich habe die so gerne benutzt und sehr oft nach dem Enzympeeling oder nach dem Säure benutzen. Insgesamt, wenn ich habe gemerkt, dass ich brauche etwas auf meine Haut, weil meine Haut rot ist, irritiert, diese Maske war für mich wie eine SOS. Ja, und die sieht so aus. Picolinate, das ist eine Vitamin. Zink, der unterstützt unser Immunsystem und das ist von Marke Salgar. Ich liebe Produkte von Marke Salgar. Ihr habt schon sehr oft Video von mir gesehen. Von Marke Nivea Intim Waschlotion. Entschuldigung, Flasche sieht so eklig aus, aber okay, dreckig. Ich liebe diese Intim Lotion und das ist übrigens für sensibel Haut. Ja, mit welchem Duft? Also war richtig, richtig angenehme, leichte, schöne Duft. Von Marke CeraVe regenerierende Handcreme habe ich auch für mich gekauft zum Probieren. Und ihr seht, ich habe das auch diese Tube geschnitten. Das mache ich übrigens sehr oft bei guten Produkten und wenn sie besonders teuer sind. Ich versuche immer bis zum letzten Tropfen alles rausholen. Creme von Marke CeraVe für die Hände funktioniert auch super gut. Von La Roche-Posay. Ich habe schon euch im Video ein neues Produkt gezeigt, das ich ihm schon nachgekauft habe und das ist schon absolut leer Flasche. Das ist aus dieser Serie, die heißt Taleriane Fluid für sensible Haut, habe ich gerne benutzt, also für mich. Besonders im Sommer, wenn es draußen so heiß, ich könnte keine dickflüssige, reichhaltige Creme auftragen, weil die breiten meine Poren noch mehr aus. Und dieses Produkt enthält Probiotikum, was ist auch sehr wichtig, wenn ihr benutzt Säure, Peeling und damit eure Haut sehr schnell seine Flora wieder nachbaut, regeneriert und pH-Wert wird sich stabilisiert, normalisiert. Marke La Roche-Posay hat Probiotikum in viele Creme jetzt auch. Und ich bin total zufrieden, deswegen habe ich mir diese Fluid wieder nachgekauft. Würde passen im Sommer für jede Hauttyp, ich denke. Na gut, wenn ihr vielleicht merkt, dass
eure Haut ist richtig trocknet, dann ihr könnt aus dieser Serie ein bisschen mehr so reichhaltige Produkte kaufen. Gibt es übrigens auch eine Creme. Das ist eine Fluid, ganz leichte, und gibt es Creme. Also, Video ist hier. Und von Pericon MD Fluid, also flüssige Creme. Ich habe das gekauft beim TK Maxx, weil das günstiger war. Und dieses Produkt ist für Hals und Dekolleté. Pericon MD, es ist ein Doktor, der kümmert nicht nur oberflächlich um unsere Schönheit. Er auch hat seine Philosophie und entwickelt auch sehr viele Nahrungsergänzungsprodukte, Vitaminen. Und er ist auch eine Diätologe-Doktor. Ich denke, das richtig habe ich gesagt. Diätologe. Für viele prominente Leute, er auch entwickelt eigene Ernährungssystem, weil unsere Schönheit liegt nicht nur oberflächlich, auch innen, ja. Wirkung von diesem Creme, ich habe nicht sofort gemerkt, ich habe nicht sofort Unterschied gesehen, aber ich habe trotzdem vor dem jeden Nacht benutzen, vor dem Schlafen zu gehen, auf dem ganzen Hals und Dekolleté. Übrigens, man braucht davon nicht so viel und es hat ein bisschen so grau-beige Farbton. Übrigens, Produkte von Pericon MD riechen ein bisschen merkwürdig, also komisch. Einige denken, ist das schon kaputt? Nein, es ist ganz normal. Ich benutze von Pericon MD schon nicht erste Produkt. Und also nach und nach, ich habe gesehen Unterschied. Meine Haut auf dem Hals und Dekolleté war früh sehr trocknen, weil früh Tierhaut war so schön bei mir. Ich habe keine Falten, also wirklich, ich habe schöne Hals und Dekolleté früh gehabt. Aber natürlich, je mehr wir werden älter, es wird natürlich sich alles ändern. Und zwar, weil es so schön war immer, ich habe nicht richtig diese Sonne bei mir gepflegt. Und dann irgendwann, ich habe gemerkt, oh mein Gott, das ist ein großer Unterschied zwischen Gesicht jetzt, Haut und Hals und Dekolleté. Das hat wirklich eine wunderschöne prolongierte Wirkung auf meine Haut gehabt. Ich habe wirklich gerne benutzt. Pericon MD hat in jedem seiner Produkte eine patentierte Formel, DMAE. Diese Formel wirkt auf unsere Zellen. Sie spendet Feuchtigkeit und ein bisschen unsere Zellen auffüllt. Und dadurch unsere Haut wird mehr prallen aussehen und dadurch wir bekommen diesen Lifting-Effekt. Seine Produkte sind richtig gut, aber richtig teuer. Und das ist der Grund, warum ich wollte das nicht nachkaufen. Ich denke, gibt es auch andere Produkte, die sind nicht so teuer. Und wenn man regelmäßig, also jeden Abend zum Beispiel, eine Pflege für seine diese Sonne benutzt, dann es schon auch reicht. Also ich habe dieses Produkt gekauft, weil meine Haut damals war nicht im guten Stand, kann man so sagen, sehr trocknen. Und ich weiß, dass Pericon MD macht diese Formulierung mit DMAE und das war für mich wie eine SOS. Also jetzt, ich versuche einfach nur meine Haut an diese Sonne unterstützen weiter, damit es nicht schlimmer wird. Mizone, das ist eine koreanische Marke. Ich habe das online bestellt, gibt es auch bei Douglas, aber ich denke, Preise auf diese Produkte von Mizone sind doppelt bei Douglas, als wenn man so bestellt, irgendwo im Internet, auch bei YesStyle zum Beispiel. Das ist eine Snail Repair Intensiv Ampoule. Also, das ist mit diesem Schneckenschleim. Wie viel war das hier? Fast 90% von diesem Schneckenschleim. Also, so eine echt schöne Flasche und ich habe das nicht bis zum Ende benutzt. Von dieser Marke gibt es noch eine Creme. Also Creme hat mir viel mehr gefallen. Nein, das war Nachtmaske zum Schlafen. Genau, Creme Maske. Diese Creme Maske war super Bombe. Also wirklich hat meine Haut beruhigt. Und wenn ich habe Irritierung oder Pickel gehabt auf meiner Haut, dann nach dieser Maske, am nächsten Tag, morgen, meine Haut war so beruhigt. Also ich war richtig überrascht und überzeugt. Und deswegen wollte ich probieren, diese Ampoule, die sollte spendet Feuchtigkeit. Irgendwie nach dieser Ampoule, ich weiß nicht, ich war wie gesagt nicht so begeistert. Es riecht überhaupt nicht so, hat keinen eigenen Duft, ehrlich gesagt. Und das ist eine durchsichtliche
Textur, also man sieht das nicht. Ich weiß nicht. Also einige sind begeistert, aber für mich, das war nichts Besonderes, nicht mein Ding, kann man so sagen. Deswegen würde ich das nicht nachkaufen. Diese Creme habe ich schon lange, ehrlich gesagt, verbraucht. Das ist auch von SkinCeuticals. Face Creme, Leicht Creme with Triple Action Korrektive Technologie for Aging Skin mit 50 Milliliter und mit einem Spender. Also kann man zumachen. Wurde geeignet für Mischhaut, ölige Haut, also dass es schon ein bisschen leichte Textur hat. Also, was kann ich dazu sagen? Für Sommer, ich könnte diese Creme trotzdem benutzen, nur für die Nacht, weil für den Tag, es war für mich trotzdem zu viel. Im Winterzeit, es war gut, aber irgendwie, ich habe nicht so was Besonderes gesehen. Irgendwie ist für mich zu leicht. Ich meine, seine Wirkung, nicht Konsistenz, seine Wirkung. Ich denke, für mehr junge Leute, diese Creme wurde sehr gut. Aber ja, für mich ab 40, irgendwie, ich habe da kein richtiges Resultat gesehen. Deswegen wurde ich nicht nachkaufen. Endlich, das wollte ich euch sagen. Das ist eine wunderschöne Foundation von Marc Bourgeois, heißt Healthy Mix, wurde für Leute mit trockener Mischhaut perfekt passen. Ich habe übrigens im Nummer 51, es passt für Hautfarbe, meine Hautfarbe einfach nur 1 zu 1. Diese Foundation heißt Healthy Mix, weil er lässt auf dem Haut eine gesunde Glow. Ich habe wirklich sehr gerne diese Foundation benutzt, aber leider war ich neu und neu etwas für mich kaufen wollte und probieren und deswegen, ja, ist schon alt geworden und riecht nicht so gut. Deswegen so viel ist noch übrig geblieben, muss ich aussortieren. Also für mich, das ist eine perfekte Alternative für Chanel, ab und zu auch besser. Und ehrlich gesagt, Bourjois, was ich wenigstens weiß, dass Bourjois wurde auf dem gleichen Fabrik mit Chanel gemacht und also das ist eine kleine Schwester von Chanel. Chanel, das ist Luxe und Bourjois wurde für Drogerie gemacht. Dieses Produkt ist wunderschön. Das Einzige, bei mir hat das nicht so lange gesessen, also obwohl das hier steht, 16 Stunden soll das langhaltig sein. Aber ich habe so oft mich mit meiner Estée Lauder Double Wear geschminkt oder die anderen Produkte, die ein bisschen noch besser halten. Deswegen ich habe das nicht so oft benutzt. Foundation hat eine Spende, hat eine leichte Textur und guckt ihr diese cremige, wunderschöne Textur. Es lässt sich so gut verteilen. Haut sieht so schön aus. Richtig durch diese gesunde Glow. Ja, aber seht ihr? Es ist nicht ölig sieht aus. Also diese Deckkraft ist mittel. Guckt ihr, diese Hand ohne Foundation und hier mit Foundation. Auch meine Lieblingsnagellack von Marke Isadora, auch leider, ja, ist schon leer. Ich habe diese Farbe sehr gerne im Sommer benutzt. Ist so eine wunderschöne Farbton. Und übrigens, Nagellack von Isadora haben so gute Qualität. Nach diesem Lack, meine Nägel, habe ich gemerkt, wurden nicht gelbig. Ich wollte etwas mehr von dieser Marke nochmal nachkaufen. Und das ist in Farbe 192. Ehrlich gesagt, es ist schon so alter Nagellack. Ich weiß nicht, ob diese Farbe noch gibt. Power Pink, also. Und dann habe ich Mascara von L'Oréal Fatale Million. Volumen Million Lashes auch fast leer gemacht. Also ich habe so viel, dass ich habe mir gedacht, na gut, so die ist schon ein bisschen langgelegt bei mir. Deswegen habe ich die aussortiert, obwohl ich habe wirklich die so gerne benutzt. Die macht natürliche Wimpern. Und die hat eine Silikonbürste, die ist nicht so groß. Und mit dieser Bürste war so praktisch immer untere Wimpel schminken. Ich würde die nicht nachkaufen, weil ich letzte Zeit benutze meine Lieblings von Maybelline von L'Oréal. Die habe ich schon euch auch gezeigt und was heute ich auch benutze. Also das ist von L'Oréal, weil ich mag doch, wenn ja die Wimpel sind länger, noch mehr volumiger, noch mehr buschiger.
Das ist meine zukünftige Creme. Also, wenn ehrlich zu sein, ich plane die nächsten Tage für mich kaufen. Die Creme enthält Peptiden und Omega-Säuren. Also, das ist das beste Anti-Age. Hier gibt es auch Hyaluronsäure und Antioxidantien. Und diese Creme hat mir so gut gefallen. Ich würde das benutzen für die Nacht. Weil für den Tag, es wurde für mich ein bisschen reichhaltig, gibt Lifting-Effekt, Schutzbarriere unserer Haut, spendet Feuchtigkeit und durch Omega-Säure wurden den Zellen wieder nachgebaut, kleine Falten werden glatt. Also diese Creme, wie gesagt, ich würde auf jeden Fall mir die nächsten Tage nachkaufen. Ich habe euch zu zeigen eine leere, ja, also wie heißt das? Ampoule, genau, Ampoule aus einem Set. Und das ist eine professionelle deutsche Marke Club, die schon lang auf dem Markt ist. Das ist ein Serum für die Augen, der enthält Extrakt von schwarzer Kaviar. Ja, ich habe das gekauft nicht, weil ich eine russische Frau bin und mag schwarze Kaviar, weil schwarze Kaviar, das ist eine fantastische Inhalt. Diese Omega, was da drin ist, ist so goldwertig für unsere auch Haut und kommt viel tiefer in unsere Zellen. Ja, das ist der Grund übrigens. Obwohl, schwarze Kaviar, wenn jemanden mir wird geben, ich würde nicht nein sagen. Ich habe schon das Ewigkeit nicht gegessen. Ich bin keine große Fan von Marke Club. Da gibt es für mich nicht so viel interessante Produkte, weil diese Firma benutzt leider sehr viel Alkoholdehydrat und ab und zu Parfüme, was für meine Haut nicht gut. Aber diese Ampel, wie gesagt, wurde mir richtig angesprochen. Ich habe schon von einigen gehört, dass dieses Produkt soll fantastische Alternative für eine Augenserum von La Prairie sein. Gibt es da auch eine Serie mit schwarzer Kaviar, die ist richtig, richtig teuer. Aber das hat mir gut gefallen. Also ich würde sehr gerne weiter das benutzen, wie gesagt, unter meine neue Augencreme von Assam. Sorry, Mädels, für meine Liebe zum Detailen, aber ich mag sehr gerne für euch ein bisschen mehr erzählen, damit ihr ganz genau für sich vorstellen haben könnt, ob ihr dieses Produkt wollen nachkaufen. Aber wenn ihr mich schon lange folgt, dann ihr kennt mich. Wenn ihr das noch meinen Kanal nicht abonniert habt und habt ihr Lust, mich wiederzusehen und keine Video von mir verpassen, ich würde mich richtig freuen, wenn ihr abonniert meinen Kanal, aktiviert den Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, dass ich ein neues Video gemacht habe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr immer dabei seid und wir sehen uns ganz bald. Eure Nathalie.